Ja, hey, willkommen, mein Name ist Daniro LP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Tales of Zestiria. In der letzten Folge haben wir Sophie platt gemacht, bekannt aus Tales of Graces. Und jetzt sind wir wieder auf der Hexeninsel. Und mein Gott, ist das lange her, seit ich wieder aufgenommen habe. Das ist, weiß ich nicht, bestimmt ein, zwei Wochen her. Ich hatte so viel voraus aufgenommen und kam irgendwie nicht mehr dazu. Also ich kam schon dazu, aber irgendwie habe ich mir so gedacht, nee. Aber jetzt bin ich wieder dran und dieser Part sollte an einen Freitag, was haben wir heute überhaupt? Ich glaube Mittwoch haben wir heute, ne? Heute Mittwoch, wir haben heute Donnerstag, okay, an einen Freitag dann. Sollte dieser Part mal endlich wieder hochkommen und dann hoffentlich wieder regelmäßig. Egal. Was habe ich gemacht? Ich war natürlich nicht komplett faul, ich habe bis zu Level 120 gelevelt. Ich glaube vorher waren wir Level 113 und ja. Schon mal ein Unterschied. Was habe ich noch gemacht? Ich habe den Herrscher des Landes hier ein bisschen aufgelevelt. Und zwar auf Level 18, glaube ich. Yep. Und habe da einige sehr gute Fähigkeiten freigeschaltet. Zum Beispiel Schutz vor den Starken. Schaden durch Feinde mit höheren Level wird um 20% reduziert. Das ist immer geil. Die Taumelzeit von Feinden wird um 20% verlängert und so was alles. Ist auch noch hier. Und ja, das ist immer episch. Ich noch ein paar Punkte und es geht noch sehr viel weiter hier bis zu 19, 20, 21, 22, 23. Also das ist schon ein bisschen übertrieben. Und ja, dieser eine Effekt ist schon mal geil. Der wird uns hoffentlich ein bisschen über Wasser halten. Sophie war, glaube ich, Level 130. Wir sind jetzt Level, ich guck mal nach. Ich glaube, das habe ich bei Schwierigkeitsgrad hoch nachgeguckt. 130, doch. Und ja. Level 120 und alles Teiler und jetzt diesen Effekt müssen wir ja doch schaffen, hier ein bisschen zu überleben. Wir gehen jetzt mal weiter. Ich nehme an, da. Je nachdem, was für Bosse oder so kommen, das hat ja auch kein Problem. Der erste Boss, der war ja eine komplette Nachtnummer, der Agnes oder Agni. Und ja, ich plane jeden. Ich nehme jetzt mal an, dass jetzt jeder dieser Säulen hier ein Boss kommt und ich will dann immer ein Boss oder ich will dann so ein Boss pro Part irgendwie machen, also könnten die Parts, weiß ich nicht, unter 20 Minuten oder so lang sein. Ich möchte jeden Boss so nur in einem Part oder so reinpacken, deswegen passt das schon genauso wie in Tales of Graces F, obwohl da war ein bisschen kürzer, aber musste man nur zwei Ebenen gehen, die relativ kurz waren, und dann kam schon der Boss. Ist halt ein ganz klein bisschen länger und die sind neue Monster. Soll ich gegen die kämpfen? Ja, gucken wir mal. Die Mortos. Level 110. Mit 10.000 AP. Oh, okay. Hätten wir uns vielleicht auch sparen sollen. Ich habe übrigens jetzt das ein richtig stylisches Schwert, fällt mir gerade auf. Guck ich das mal an. Das ist, weiß nicht, wie ich das herbekommen habe. Blutiges Schwert. Ja, vor allem die Werte. Das ist, glaube ich, genauso stark wie das, was ich vorher hatte. Nur halt mit Angriff jetzt. Ja, das ist schon übertrieben. Ja, passt zur Kleidung, da finde ich gut. Ich muss auch mal gucken, welches Level Eisen ist, also Ednas Bruder. Und so gucken, wann ich den mal kaputt klüppel. Und ja, wir kriegen keine Erfahrungspunkte, aber schon gleich wollte er neue Gegner jetzt zeigen. Die kennen wir ja noch nicht. Mysteriöse Maske. Maske ist böse in einer Heldengeschichte. Sieht an der pinken Farbe, wie schurkisch sie ist. Was? Mysteriöse Maske. Ja. Oder? Zeig mal. So, oder wir haben noch mehr Masken, ne?
Können wir mal eine andere Maske. Obwohl, lass mal Kumpan. Ist ja unser Kumpan. Unsere Ombre. Unsere. Weiß ich nicht. Wollte schon Ische sagen. Was? Ja, ich habe jetzt. Ich frage mich schon die ganze Zeit, warum ich die Gegner auf der Karte nicht sehe. Ich habe das, glaube ich, rausgenommen, damit ich Platz für diesen einen Effekt machen konnte. Also weniger Schaden, was auf jeden Fall sehr viel besser ist. Solange die Gegner noch so im Level 150er, 60er Bereich bleiben, sehe ich mich eigentlich noch hier, die, wie ich die alle ja schaffe, wegklatschen kann. Zur Not gibt es ja noch alles Teiler und so. Also so übermannte Tiara, die mit allen anderen Tiaras. Windiges skriptet die Sachen. Ich glaube ja. Ich muss mal echt googeln, was es mit diesen Dingern auf sich hat. Wahrscheinlich schon sehr viel stärker werden oder so. Und die können irgendwie zu ultimativen Waffen und so hochgeballert werden, was weiß ich. Irgendwie sowas. Das wäre irgendwie voll untypisch für Tales of Spiele. Man erst die stärksten Waffen nach dem Durchspielen oder nach dem optionalsten Boss hier freischalten kann, sag ich mal. Sag mal, ja. Weiß ja nicht, ob es irgendwas bringt, so titelmäßig, ob wir alle möglichen. Oh Gott. Machen wir uns mal einfacher. Wenn wir alle möglichen Feinde und so entdeckt haben und wir dadurch auch ein Titel kriegen oder irgendwie sowas. Könnte auch sein. Ist alles möglich. Hoffentlich kommt nur so ein normaler Boss. Wie Agni. Möchten da nicht gegen so einen überstarken Boss oder so kämpfen. Oder gegen den Boss, von dem ich denke, welcher vorkommen könnte. Laut Sophies Aussage. Aber dann weiß ich nicht. Jetzt gehen wir erstmal zur nächsten Ebene. Wenn er genauso abläuft wie in den letzten beiden, dann ist das schon die letzte. Also da, wo wir den Boss treffen. Gut, dann komme er. Stimmt, da unten. Kann man schon sehen? Nee, okay. Ha. Boah, ich werde voll irre werden, wenn ich so weit hier laufen würde. Ich warte noch auf Ventus, Aqua, Terra, nachdem Agni kam. No, ihr geht mir bloß weg, ihr seht schon wieder aus, als könnt ihr zaubern oder so. Nee, habe ich keinen Bock. Sparen wir uns unsere AP und so auf. Was ist das? Gar nichts, okay. Davon weit aus wie eine Katz. Aber nein. Habe ich irgendwie so Katz mit Normans verwechselt. Links, ne? Da sehe ich doch schon wieder ein Kraut zum Rauchen. Joink. Ragnarök. Habe ich das nicht schon? Ja. Weiß gar nicht, wo ich da Blutschwert hier her hab, oder blutschwarzes Schwert oder blutrotes Schwert oder wie auch immer. Da habe ich schon einen diesen Titanen bekommen, bei dem ich mich hochgelevelt habe, auch übrigens, welche relativ oft vorkamen, komischerweise. Ich hätte in jedem Gebiet bestimmt so 2-3 Mal. Weiß nicht, was das auf einmal sollte. Hatte ich natürlich nichts dagegen, aber war ungewohnt. Irgendwann bringst du ja auch nicht mehr so Level Up mäßig. Bekommst schon extrem wenig Erfahrungspunkte von denen mittlerweile. Und nur so 2000 oder so, sonst habe ich immer 3000 bekommen. So, wer wartet da unten? Ich sehe noch nichts. Okay, ich will Kamera extra jetzt nicht darunter schwenken. Überraschung nicht zu verderben. Und oh Gott, wie konnte das Viech von da oben nicht sehen? Ja.
Nach was siehst du denn aus? Habe ich irgendwas zum Essen hier so? Das ist ein ähnliches Ding. Ich habe ein bisschen gelevelt. Du könntest Wind sein, weil es gegen Wind effektiv. Erde. Komm her. Okay, so viel dazu. 136. Aber, boah, der riesigen Fokus. Keine Schwächen, das ist wirklich schade. Ich bin absolut willens, ihm ein oder zwei zu verzeihen. Bei so etwas bin ich sehr großzügig. Wenn ich dir eine Pflanze kaufe, sprichst du dann auch mit ihr anstatt mit mir. Jetzt sei endlich still und konzentriere dich darauf, seine Blitzangriffen auszuweichen. Wasser kann ich vergessen, Wind kann ich vergessen, Feuer. Und Erde natürlich. Ja. So, komm mal her. Hast du weniger Verteidigung? Okay, perfekt. Du glaubst schon mal hier so ein. Und du hast 100.000 HP. Also ich habe wie ein Blöder trainiert. Das wird ja wohl irgendwie bezahlbar sein, oder? Und wir kriegen fast gar keinen Schaden, sehr gut. Weil ändert sich wahrscheinlich nur am Ende. Das ist nur die Testphase hier im Moment. Und ja. Dazu. Ja, genau, sehr gut. Wie willst du mich aus dem Kampf irgendwie schicken oder was? Muss mal gucken. Ich habe mehr. Wow, ich habe sehr viel mehr. Artangriff, also hier kommen. Ich will euch heute diese Angriff hier einsetzen. Gerade auf, ich kann noch meine Mystikart einsetzen. Okay, der Artangriff, der kommt wahrscheinlich von Layla, ne? Mit ihren 1000 Artangriff. Überrascht mich schon irgendwie nicht. Mir mache ich keinen Schaden mehr. Finger weg von dem Zoll. Hey. Komm mal hier runter, ich treffe dich nicht mehr. Boah. Alter, was ist jetzt los mit dir? Komm erst mal da runter. Kann ich sein. Kannst du mal da runterkommen? Ich treffe dich so nicht. Bah. Okay, dann machen wir eben den hier. Kommt ja nicht runter, also bin ich schon mal nicht gut. Damit. So gut. So, wäre Falks noch im letzten Moment, das wäre nicht toll. So. Ah, du sollst dein Dings einsetzen. Aber warum ist das so schwer bei mir? Ein kurzer Part habe ich so das Gefühl. Egal, also kommt wenigstens ein bisschen Ordnung rein. Irgendeiner fragt doch noch im letzten Moment, sie hat doch schon. Sehr gut. 6000. Ich glaube, Edna hat auch einen neuen Schirm, weiß ich gar nicht. So, das war schon wieder jetzt nicht leicht, aber auch nicht schwer und wow. Muss schon wieder nachgucken gleich, wie viel AP dazu gekommen sind. Bestimmt wieder so 300 bei einigen. Wow. Okay, ich sollte eigentlich, dann sollte ich eigentlich nur alle zwei Dinger machen, ne? Vielleicht kommen immer nur alle zwei Dinger hier so ein Viech. Okay.
Hat auch erledigt. Und da der vierte. Sehr gut. Mein Gott, hab ich Geld. Wir haben auf jeden Fall weniger Schaden bekommen, habe ich dort Gefühl. Ein Nest voller Drachen. Könnt ihr es wagen? Die Paradiesvögel. Paradies, ja, Paradiesvögel. Aber wir haben ja Zeit jetzt. Weil wir sind ja erst bei 16 Minuten. Den Partner gleich brennen direkt. Hier Level seid ihr 91, ehrlich. Warum kämpfe ich denn überhaupt gegen euch? Ich habe sowieso keine Erfahrungspunkte. So. Ein Nest voller Drachen.同じ構造物が他にもある。きっとまだいるでしょうね。本当にここはドラゴンの巣なんだな。捕らえられているように見えた。じゃあ罠だ。ドラゴンを追い掘ってきな。しかし。フォネックス。できるな。倒せるはずだ。生かしてある理由がわからない。ドラゴンを利用する気だったとか。単にドラゴンを飼っているなんてことはありません。それだ。 飼ってるんだよ。落ち地を絞るために牛を飼う牧場。ここ牧場に似てる気がする。ドラゴンを家畜にして一体何を絞る？汚れか。この遺跡の術は人と連動しているように見えます。つまり、ここは汚れを取り出す回路。その仮説確かめないといけないな。Das Gefühl zur Wegweisung, was? Ist ja auch nicht erst seit gestern hier am rumlatschen. Da gucken wir mal, ob ich irgendein Skit bekommen. Aber ich glaube nicht, die Aragami müssen wir auch noch erlegen. Holen wir uns erstmal hier so ein paar Kugeln und so und kriegen mehr AP und was weiß ich. Und dann sehen wir weiter. Ich habe aber nichts anderes bekommen, ne? Der, die noch älter ist als die Segenkugel, steigt die maximal KP abhängig von der Anzahl. Ich habe da noch einen bekommen letztens. Wer ist der Teil? Antikkugel, okay, ja. Ja, Aragami-Herausforderung. Okay. Nicht verstärken, wieder aus. Was? Okay, keine Ahnung. Dann beende ich den Part hier. Wir sehen uns in der nächsten Folge von Let's Play Tales of Systeria, wo wir weiter auf der Hexeninsel randalieren. Ich bedanke mich alle fürs Zuschauen und sage Tschüss, bis zur nächsten Folge.